In Nachrichtenordnern finden Sie rechts das Fähnchen zur Nachverfolgung. Mit einem Klick errötet es. Rote Fähnchen kennzeichnen offene Baustellen, eine Antwort, einen Anruf oder sonst irgendeine Tätigkeit, die im Zusammenhang mit dieser Nachricht noch zu erledigen ist. Sobald Sie eine Baustelle geschlossen haben, löschen Sie die Nachricht oder haken Sie mit einem Klick auf das Fähnchen ab. Falls Sie eine Kennzeichnung, egal ob Fähnchen oder Häkchen, entfernen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Fähnchen oder Häkchen und wählen Kennzeichnung löschen. In dieser Liste sehen Sie auch die übrigen Fähnchenvarianten. Die Farbenvielfalt vergangener Versionen ist verblüht und diversen Rotabstufungen gewichen. Wenn Sie zum Beispiel heute eine Kennzeichnung für kommende Woche festlegen, wählen Sie dieses blassrosa Fähnchen mit der Bezeichnung nächste Woche. Je näher die nächste Woche rückt, desto röter wird das Fähnchen. Bei Bedarf garnieren Sie eine Kennzeichnung zusätzlich noch mit einer Erinnerung. Wählen Sie dazu Erinnerung hinzufügen und legen Sie das Erinnerungsdatum sowie den Erinnerungszeitpunkt fest. Schon beim Verfassen von Nachrichten lässt sich eine Nachverfolgung aktivieren. Ein zusätzliches Highlight: bei Benutzer definiert, legen Sie auf Wunsch sogar eine Erinnerung für den Empfänger der Nachricht fest. So soll zum Beispiel der Empfänger bis Montag auf Ihre Nachricht geantwortet haben und Sie werden einen Tag später daran erinnert, dieses zu kontrollieren.